was das letzte Mal bei Skyrim geschah. Ja, nachdem wir nun gefangen genommen auf einem Wagen saßen und weder wussten, wer wir sind, noch wo genau wir herkommen, noch in welcher Zeit wir eigentlich leben, wurden wir schon zum Scharfrichter gebracht und anscheinend sollten wir hingerichtet werden. Was genau wir getan hatten, war nicht klar und auch auf der Liste standen keine genauen Infos. Die Kaiserlichen dachten sich dann allerdings, ach, wenn der schon einmal hier ist, dann richten wir gleich mit hin. Ja, und beinahe wäre das Let's Play gar nicht erst zustande gekommen. Allerdings hatten wir Glück im Unglück, möchte man sagen, denn zu unserer Hinrichtung ist auf einmal ein gigantischer Drache hinter einem Hügel aufgetaucht und hat sich auf einem Turm neben unserer Hinrichtung niedergelassen und angefangen, das gesamte Dorf und alle Dorfbewohner niederzubrennen und zu verwüsten. Wir haben die Verwirrung natürlich ausgenutzt und haben versucht zu fliehen. Wir haben es auch überlebt und hatten die Wahl, ob wir mit den Kaiserlichen oder mit den Rebellen flüchten wollen. Wir haben die Rebellen genommen, denn ganz ehrlich, wer mich hinrichten möchte, mit dem flüchte ich nicht so wirklich gerne. Ja, wir mussten uns durch einige wackere Räume schlagen, mussten die Kaiserlichen besiegen und auch gegen Frostspinnen kämpfen. Und doch, ganz am Ende haben wir es dann geschafft, den Drachen, den Frostspinnen und der ganzen Stadt zu entkommen und befinden uns jetzt auf dem Weg nach Flusswald, um dort Verwandtschaft von unserem Mitflüchtling kennenzulernen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir in dieser Folge jetzt endlich herausfinden, was genau es mit den Drachen und mit uns auf sich hat. Darum wünsche ich euch viel Spaß bei der nachfolgenden Folge. Ja, und Damen, herzlich willkommen zurück in Flusswald. Wir sind immer noch in der gebückten Lage hier. Ich kann mich jetzt wieder raus. Ja, herzlich willkommen zurück in Flusswald. Wir sind wieder hier mit dabei. Wenn jetzt nicht alles komplett schief gelaufen ist, dann wurde die gerade eben von meinem neuen Beta-Projekt, dem Vorspann begrüßt. Den werde ich ab jetzt immer bei Let's Plays einfügen, die nur einmal in der Woche oder so kommen. Einfach damit die Leute auch wissen, was ist überhaupt beim letzten Mal passiert, weil ich habe mir das mal so angetan, dass ich mal geschaut habe, wie ist das eigentlich? Und man merkt sich das eigentlich nach einer Woche gar nicht mehr, was eigentlich beim letzten Mal geschehen ist. Da muss man erst wieder kurz reinschauen. Und deswegen mache ich das jetzt so. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich so mache. Ich weiß auch nicht, ob der Screen jetzt genau da war, aber ich denke mal schon, wenn ich es nicht vermasselt habe, wird euch gerade ein Screen begrüßt haben. So, die mache ich natürlich erst im Nachhinein den Screen, deswegen. Kann ich es jetzt noch nicht sagen. Beim letzten Mal, habe ich ja gerade mal gerade geklärt, waren wir dabei. Achso, wir wollten uns das mal umschauen, genau, wir wollten uns das mal umschauen. Ja, schlafender Riese, öffnen. Gehen wir mal hier im Dorf herum und schauen mal, was hier also alles ist. Vielleicht findet man ja noch ein paar Nebenquests, die uns ein bisschen Geld bringen am Anfang. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Oh mein Gott, was ist denn das? Wir werden Nachschub brauen müssen. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar... Ich dachte, das klingt jetzt auch okay, gut. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Eigentlich habe ich nur Drachen gesehen und habe Tote gehört und habe Tote gesehen. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ach, cool. Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Singt der das jetzt? Oh. Ich wurde als Skalder. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ach so, weil... Ach, Kaiser. Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Fein. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Groß Reden schwang er die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell ihm auf ihn, bis schließlich ermattet er liegen blieb.
Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Boah, war das langweilig. Nicht setzen. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Ja, genau. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Ja, ja, das mache ich. Das ist natürlich, Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Aha. Ich nehme mal die sanfte Variante. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgnar gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendahl sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendahl. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Alles klar. An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Okay. Lucan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Ach, einen Schmied gibt's ja auch, ne? Das ist ja richtig cool. Gute Mauer zurück. Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. So, was haben wir denn hier? Wer bist du denn? Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ja, natürlich. Hallo, schöne Frau. Die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Alles klar, gut. Das heißt, Ulfric Sturmmantel sei dem Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ja, gut, das weiß ich wirklich so. Ulfric Sturmmantel sei dem Kaiserlichen entkommen. Warum erzählen wir euch alles nochmal, wenn ich sie schon gefragt habe? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Das ist Orgnar, okay, von dem haben wir ja schon geredet. Nee, hey, Quatsch. Was ist das denn? Ich hasse das bei der Elder Scrolls, da sind die Leute immer her. Du darfst da ruhig wieder rausgehen, gute Frau. Ich sag dir, du darfst da ruhig wieder rausgehen, gute Frau. Hallo. Ist die blöd oder was? Ach, danke. So. Ich bin nur der Kochmann. Alchemielabor, komm. Solange ihr hinter euch aufräumt, ihr wisst, wie man es benutzt, mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Alles etwas klar. Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Ja. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in Redorans Zuflucht. Das ist doch mal ganz cool. Was habt ihr, das ist ja Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Sprich mit Aventus Aretino. Okay, wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft springen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay, das geht nochmal. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Besuche den Schrein nochmal. Bei Lucan im Flusswald-Handelskontor haben sie neulich eingebrochen. Seltsamerweise wurde kaum etwas gestohlen. Ja, und nochmal. Das heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Das wusste ich ja bereits. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf.
Ja, okay. Ich bräuchte... ich brauche Zutaten. Und zwar hat er gesagt, Blasenpilze, kaufe ich mal gleich 3 Stück. Achso, die sind ziemlich teuer, gell? Oh. Oh. Weizen kann ich mir einmal leisten. Was habe ich so an Essen dabei? Kaufe ich immer das da. Und an Zutaten habe ich Weizen und Blasenpilze. Okay. Ja, dann, Gutster. Wo ist das Chemielabor, mein Freund? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Da kann ich was lesen. Drachengeschichten. So, schauen wir mal ganz kurz durch, ob mir das irgendwas bringt hier. Nicht wirklich. Gut, okay. Aber ich würde gerne wissen, wo das Chemielabor ist. Ich blöde. Braucht ihr ein Zimmer? Ist das hier oder was? Nee. Das ist kein Die Alte macht mich voll fertig, ey. Kein Chemielabor. Auch kein Chemielabor. Auch kein Chemielabor. Da geht's raus. Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Bin ich blöde, hä? Darf ich euer Chemielabor benutzen? Hm. Ich bin nur der Koch, Mann. Hey, was soll denn das? Zum Teufel sind die Schatten. Bin ich blöd? Ich glaube schon. Ich werde mir Schucke. Ich bin echt auf der Suche nach neuen Freunden. Nicht? Och man. Ihr braucht etwas? Dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Tja gut, dann gehe ich einfach mal. Wenn hier kein Chemielabor ist, dann ist es vielleicht draußen irgendwo. Oh, es ist nachts. Hier geht es nur hoch. Da lang. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier so Gutes, Schönes? Handelskontor. Wunderschön. Hier möchte ich mein Zeug verkaufen. Wir haben ein bisschen was mitgenommen. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na? Ich warne euch. Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Objekte. Waffen. Der muss ja eh nicht rennen. Ich verkaufe gleich unten alles. Kommt einer hoch? Ja, da kommt einer hoch. Hallöchen! Ich hab nichts geklaut. Oh. Hallo? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ja, ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ach ja. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr... Je eher ihr die Klaue findet... Hallo? Was habt ihr zu verkaufen? Was davon? Ja, okay. Dann verkaufen wir erst einmal unsere Waffen an den Herrn. Eisenschwerter haben wir 2. Streitkolben. Kaiserliches Schwert. Stahldolch. Gewicht. Ja, okay, gut, da haben wir das alles verkauft. Den behalten wir natürlich. Bekleidung. Wollte gerade fragen, tragen wir nichts am Mann oder wie? Okay, das kann man verkaufen. Da verkaufen wir alle 6. Verkaufen wir alle 6. Verkaufen. Eisenhelm. Verkaufen.
Schild brauche ich gerade im Moment auch nicht. Eine darf ihn verkaufen, eine darf ihn verkaufen. So, wunderschön. Zaubertränke, Frostbiss, Blut, stockendes Gift. So, gut, das brauchen wir auch nicht. Was hat denn der Herr hier so an Waffen? Sieht zwar cool aus, aber bringt nichts. Bekleidung. Hat ein Schild, das haben wir ihm gegeben. Die goldene Halskette, die haben wir noch nicht. Bringt aber auch nicht viel, hä? Ne, bringt gar nichts. Zaubertränke hat er noch. Trank der geringen Heilung. Nichts, was ich bräuchte. Das also ist euer Plan, Lukan. Halt! Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Ich glaube, ihr habt mich gesehen. Puh, okay. Euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Ach, hallo, teuerster. Ödsturz Hügelgrab liegt unmittelbar vor der Stadt. Ich kann es euch zeigen. Die Gute sieht echt nicht schlecht aus, also für Grafikverhältnisse. Wir werden natürlich die Wahrheit sagen, weil ganz ehrlich, so eine miese Sache hier vom Sven kannst du vergessen. Und daher kann mir da... Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendal das geschrieben hat? Ja. Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Also gut. Okay, gut, dann haben wir der Frau das erklärt, wie es wirklich war. War das Beste? Wo ist denn so ein Shirt? Langweilig, okay. Da sind ein paar Tränke drin, ansonsten, da liegt auch noch ein bisschen Schwert und so ein Zeug, aber... Nichts Besonderes, darum gehen wir einfach mal aus dem Hause heraus. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg, direkt hinter den Gebäuden. Ich sehe... Hallo? Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Läuft jetzt mit oder was? Na, dann läuft die halt mit mir mit. Das ist auch nicht... hammerhübsche Bekleidung. So... Wolltest du? Sieht ein bisschen aus wie Bioshock Infinite, die Kleine. Ich weiß bloß gar nicht, wie sie heißt. Kommt auch nicht mit? Okay, gut, dann geht's halt doch nicht mit. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Wir haben jetzt mehrere Quests einfach. Vielen Dank, können wir später noch sagen, dass wir ihm das gemacht haben. Wir gehen einfach mal los und ich möchte jetzt langsam mal ein bisschen was kämpfen. Wir hängen ja schon eine ganze Ecke hier ab. Und wir starten einfach mal durch. Lalala, lalala. Ach ja, was für ein schöner Abend. Nicht nur hier, sondern auch im Real Life hier. Es ist ja gerade abends. 22... Wow, wow, wow. Aha. Der Wolf tut mir schon ein bisschen leid. Wolfspilz. So. Ich suche gerade die Gruft, ich sehe die gar nicht. Von hier aus. Das Ödsturz-Hügelgrab. Und so wie das hier aussieht, was den Weg angeht, führt der Weg danach auch gleich zur Stadt, in die wir müssen. Da hinten ist irgendein Turm. Gehen wir gleich mal hin und schauen mal, was das sein soll. Boah, kalt hier oben. Sieht aber echt geil aus, muss man schon mal... Also mir gefallen Schneelandschaften ja bei meinen meisten Spielen nicht so, weil sie meistens sehr unrealistisch sind. Aber hier sieht es schon echt gut aus. Das gefällt mir wirklich. Weil diese Wärme, die von dem Feuer ausgestrahlt wird. Hallo! Wow, wow! Schon mal dran gedacht. Alles mitnehmen. Dass es auch freundliche Menschen auf der Erde gibt.
Hast du gedacht, hä? Ja, das ist klar bei dir. So. Durchsuchen Banditen, nehmen wir den auch aus. Da. Alles mitnehmen. Ja, komm. Die Frau strecken wir gleich nieder. Ist nicht kalt, Süße? Ja. So, was haben wir denn hier noch so? Geldbeutel. 22 Gold, finde ich gut. Hier? Was ist hier so? Ich würde hier niemals im Real Life langlaufen, der ohne Mist. Ich hätte viel zu viel Schiss, dass mir das passiert. Goldkrug. Durchsuche Fass. Eine Karotte, wie lecker. Absolut gebrauchbar. Und hier ist nicht mehr viel. Die Kiste ist hier noch. Durchsuche 35 Gold, winziger Seelenstein, Zaubertrank, das geringe Manika. Ja, warum nicht? Wo geht's lang? Hier. Wenn hier runterfällt, dann war's das. Ich glaube, ich habe mit Absicht so gemacht. So. Dann gehen wir mal weiter. Unser Ziel befindet sich genau vor uns. Und der Schnee nimmt langsam zu. Es wird ganz schön eisig. Ui, jetzt wird es richtig eisig hier oben. Gut, dass wir warm angezogen sind. Naja, gut, es geht. Und wir haben das Ödsturz-Hügelgrab entdeckt. Na, alles klar. Wollen wir doch mal schauen, was es hier mit diesem Ort auf sich hat. So gruselig sieht er jetzt auch nicht aus. Halt ein bisschen steinig. Da ist irgendwas. Banditen, okay. Jetzt kommen zwei. So. Ja, ich sehe es schon. Wo ist er? So. Und der Herr ist auch tot. Haben wir den auch gezeigt, wo der Hang mal lang geht. Und wie... Oh, noch einer. Ah, nicht der eine. Ja, das war alles. So. Einmal ausziehen. Und der nächste. Einmal ausziehen. Yay! So, was gibt's denn hier? Nichts Besonderes, doch da hinten scheint was drauf zu sein. Oder? Habe ich mich jetzt vertäuscht? Vertäuscht! Habe ich mich vertäuscht! Ich habe mich vertäuscht, alles klar. Der geht's auch noch runter, aber... Da ist anscheinend nichts. Okay, ich nehme die Treppe. Ich dachte, draußen stehen vielleicht noch Truhen rum oder so, aber es ist doch recht realistisch gehalten hier alles. Und da geht es rein in das Ödsturz-Hügelgrab. Öffnen. Wir können anscheinend ein Level auf, sehe ich gerade. Ladebildschirm. Neue Stufe. Ja, Stufenaufstieg, genau, das kenne ich. Gesundheit. Achso, können Sie ja... Ich bin ja im Let's Play da. Ich habe ja schon mal bis Stufe 5 gespielt, deswegen... ich würde gerne auf Schmiedekunst skillen, weil ich das Schmieden recht cool finde. Jo. Yay. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt sind wir doch Stufe, genau, stehen wir Stufe 2. Und dann geht's auch schon weiter. Was haben wir denn da? Das Alter einer erfroren anscheinend. Was ist das da? Oh, das ist ja mal geil. Objekte. Waffen. Eisenkriegshammer, Stufe 19. Huhu! So einen guten Hammer hatte ich nicht. Im Let's Play. Bam! Bam!
Und da war es auch schon mit dem Herrn. So, jetzt nehme ich mal nur noch das teure Zeug mit, weil wir haben schon ganz schön viel dabei. Ich habe schon zu viel. Objekte, Waffen, RR, Verrüstung, das war irgendwas gewesen, Eisenstiefel können weg. Fellschuhe können weg. Habe ich überhaupt nichts mehr an oder was? Kaiserliche Armschienen? Kaiserliche Rüstung, kaiserliche Stiefel. RR. Ich bin verwirrt, was habe ich jetzt? Kaiserliche Stiefel, so. Immer noch zu schwach. Ah, nee. Falsche Taste. Aua, hast du doch weh. Boah. Mit einem Schlag. Das war böse. So, nehmen wir uns die Eisenpfeile mit. Das Gold nehmen wir uns mit. Die Pelzrüstung nehmen wir mit. So, das war's. Den Rest lassen wir liegen. Da ist nun 60... schon wieder zu voll. Objekte. Bekleidung. Fellrüstung. Eisenpanzerhandschuhe. Entfernen. Ach Quatsch. R. Und R. Was hatte ich an? Kaiserliche Armschienen, oder was? Ich komme ein bisschen durcheinander, aber mittlerweile mit den Dings. So, was ist hier? Bandit, 9, beschlagene Rüstung. Ist ganz cool. Ansonsten aber nichts Spannendes. Und da ist noch eine Kiste. Nein! Ja, ich krieg das noch hin, keine Angst. Ah. 65 Gold, ja wunderschön. So, haben wir noch irgendwas rumliegen? Immer lieber in alle Ecken gucken. Man könnte irgendwas Spannendes verpassen. Gut, okay. Sieht ganz okay aus. Nanu, was ist denn hier los? Ganz schön viele Spinnenweben, mein Guter. Durchsuchen Begräbnisurne. Zwar ein bisschen taktlos, aber warum nicht? Leer, leer. Das ist mir eine Leere. Hier scheint es nicht lang zu gehen. Gibt es noch nichts Spannendes zu finden? Nicht wirklich, okay, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Da liegt eine tote Scabber. Mich wundert aber gerade, dass wir hier nichts finden an Monstern. Okay, wollte mal testen, ob ich die zerschlagen kann auch. Leientuch, Begräbnis ohne Leer, da ist ein Trank. Das sind alles Leinentücher. So. Wo sind wir denn hier? Okay, da unten ist jemand. So, komm mal her. Ist jetzt loser. Zwei Händler verbessert. Bam. Stufenfortschritt, wunderschön. So, die Fackel wollte ich gar nicht mitnehmen, okay. Pelzarmschienen, das ist eine geile, die ist geil.
Ja, du trägst zu viel, ist bestimmt klar. Waffen. Eisenkriegshammer Stufe 20 jetzt momentan. Gewicht gar nichts. Eisendolch, die kann ich mal wegschmeißen. Dann habe ich hier noch den Jagdbogen und zwei Langbogen. Schaden, dann werfe ich mal die Langbogen weg. Nehme aber wieder den Eisenkriegshammer. So, okay, wunderschön. Hier ist soweit nichts. Ja, das Rätsel kenne ich natürlich schon. Guck mal, da ist eine Schlange, da ist eine Schlange und da ist ein Fisch. Wir müssen dann natürlich auch hier Schlange, Schlange, Fisch. So. Ansonsten kommen nämlich hier Pfeile rausgeflogen und töten einen, also tun uns einen zumindest Schaden abziehen. Das Rätsel kannte ich noch. So, eine Truhe mit 8 Gold, eine geringe Magika und Eisenstiefel, die für uns aber keinen Wert haben. Darum lasse ich das. Nee, warte mal. Eisenstiefel Stufe 11. Die könnten sogar eventuell. Moment. Bekleidung. Nee, die habe ich sogar an. Brainless. Okay, dann werfe ich es mal doch weg. Bekleidung, Eisenstiefel. Hier habe ich nicht gerade irgendwas anderes gefunden. Bin ich blöde jetzt? R, kaiserliche Rüstung anziehen. Kaiserliche Stiefel anziehen. Ah, okay, alles klar. So, der ist tot. Was haben wir hier noch? Lesendieb. Taschendiebstahl verbessert. Hey! So. Und das war's dann auch schon. So, dann begeben wir uns mal nach unten und schauen, was hier unten so auf uns wartet. Wow, auf jeden Fall erstmal eine Ratte. Wo ist denn der? Hallo? So eine Mischung zwischen Ratte und Hund, hä? Ein Rund. Stufenfortschritt. Hey! Wir gehen wieder auf Gesundheit, weil Magika haben wir ja noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht irgendwie magisch begabt oder so. So, jetzt habe ich Talente verbessern 1. Theoretisch müsste ich jetzt eigentlich, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, also wer das weiß, der könnte da ruhig mal was sagen. Theoretisch müsste ich jetzt hier was drauf verbessern können, aber kann ich nicht. Keine Ahnung wieso nicht, aber... Schmiedekunst 15, erfordert 30, Arcana Schmied. Kann Zwergrüstung und Waffen herstellen effektiv machen. Fertigkeiten. Ich kann jetzt hier auch nichts klicken oder sowas irgendwie die Schmiedekunst erhöhen würde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich greife jetzt schon wieder an. Stirb, Ungetier! So, wir gehen weiter. Ulala, hier sieht es aber ganz schön verspinnt aus, ja? Ich glaube, ich spinne. Das sind Spinneier. What the? Da hängt einer. Verwundete Frostspinne. Wo sind die verwundet? Wo sind die bitte verwundet? Jetzt ist sie verwundet. Drauf. Drauf. Einfach drauf. Alter, die Viecher sind so schlimm. Einfach nur. Frost. Gift bis Schutzzeug.
Boah, ist zu eklig. Ohne durchsuchen neuen Gold. Ohne durchsuchen neuen Gold. Das können wir mal gebrauchen. Ey, wir haben schon fast den ersten Tausender. Schön. Boah, ist das viel eklig. Ey, kriegt mal Gänsehaut. Ich habe wirklich keine Gänsehaut bekommen. Das... Oh, was ist das? Und wer bist du? Nicht um Arkais willen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Die hat also die Klaue, aber woher wussten wir das? Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Hier drüben. Gut, ich muss... Verstehe ich nicht ganz, also wir wussten, dass er das ist. Das Loch in sich. Ich kann es spüren. Jetzt müssen wir ihn erschlagen. Und die Klauen unseren Besitz bringen. Na, okay, gut. Aber jetzt Tagebuch. Pelzrüstung. Ach komm, das war einfach liegen. So, dann laufen wir weiter. Wir haben also jetzt die Klaue gefunden, alles klar. Mussten ihn dafür erschlagen. Ob ich das wollte oder nicht, wurde gar nicht gefragt. Ich musste. Ein Seelenstein nehme ich mit. Sonst gibt es aber nicht viel. Was ist da hinten noch drin? Nur Leinentücher. Also die ist leer. Ohne durchsuchen. Gold und Silberring. Und die sind alle leer. Okay. Ja, dann schauen wir mal weiter, wie es hier so ist. Ich vermisse so ein bisschen, dass am Anfang des Spiels diese... Huch. Ach, hallo! Na, auch wieder da! Ich find's toll, dass du einfach wieder von den Toten auferstehst. Mach ich auch immer, wenn ich gerade Langeweile habe. Ach, noch einer! Ja, die ganze Familie ist da! Nervige Viecher. Gold, Eisenschild, Nordkriegshaxt. Ja, die sind ganz ordentlich, aber das Gewicht der Eisenschilde ist so gigantisch, das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich nicht annehmen. Aber das Gold nehme ich mit. Da ist eine Falle. Unschwer an der Tür zu erkennen. Ein Skelett, okay, gut. Lieber alles abgucken, nicht, dass man irgendwas vergisst. Also Gold oder so mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber... Da stelle ich schon wieder den nächsten auf. So, komm her. So, und der dritte ist auch noch da. Ja, war klar, dass du auch da bist. Bam. Und gute Nacht. Die müssen ja ganz schön... Die müssen... Ups. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. Die müssen ja nicht sehr oft Besuch kriegen. Wenn jedes Mal drei Typen aufstehen, dann sind nicht viele in den Gräbern drin. Waffen. Wir haben mal zwei Schwerter weg. Haben wir eine bessere Waffe gefunden mittlerweile. Guck mal hier. Ein Stahlkriegshammer. Sehr schön. Gefällt mir noch besser. Hab ich den Eisenkriegshammer jetzt auch weggeworfen? Nee, nicht schon. So, Gold nehme ich. Silberring nehme ich. Wiegt ja kaum was. Ich wundere, dass das Gold nicht wiegt. Also theoretisch gesehen, wenn das Gold wiegen würde, dann wäre man jetzt schon ganz schön... Hui! Oh. Das ging einfacher als gedacht. Kann ich gleich plündern hier so? Ne. Auch nix. Okay, gut. Geh ich mal weiter. Natürlich kommt er da raus. Wäre auch gelacht, wenn er drin bleiben würde. So, aber da bleibst du bitte unten. Das fände ich nämlich ganz cool. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Yay, neue Stufe. Das
geht ja hier ratzefatze. Wir gehen nochmal auf Gesundheit, weil wir können immer noch keine Magika erlernen, soweit ich das gesehen habe. Jetzt habe ich 2 verbesserte Punkte, aber Arcana Schmied, ich kann auch nichts verbessern. Hier, warte mal. Erfordert 60. Gesundheit, Magika, Ausdauer. Ich habe keine Ahnung. Was Ausdauer macht, weiß ich auch noch nicht. So. Ich finde es geil, wie die Augen dann aufhören zu leuchten. So ist es. Ach, die Ausdauer ist das Grüne. Das ist, um mehr Superschläge machen zu können. Ja, das sollte man vielleicht auch mal erforschen. Oh, schon beide umgebracht. Okay. Stufenfortschritt schon auf Stufe 4. Winziger Seelenstein. Wunderschön, wunderschön. Und was hast du? 8 Gold. 1065 Gold. Finde ich nice. Finde ich nice. So, hier ist anscheinend nichts mehr sonst. Ist ja echt eine ganz schön große Kammer, ne? Ah, da haben wir den nächsten aus der Tür. Stopp! So. Was hast du da? Alte Nordstrahl-Axt ist nur 20, okay. Ja, ist nicht toll. Aber die ist toll. Durchsuchen, Ruhe. Na gut. Da habe ich schon besseres gesehen. Wo geht's lang? Da. Huch. Hallo, lass mich durch. Kette aktivieren. Und dann gehen wir mal hier hinten lang und hier gibt's nichts, okay. Was ist denn das? Was sind denn das für Höhlen hier unten? Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie tief wir unter der Erde sind, aber die müssen doch irgendjemand mal aufgefallen sein. Ist ja nicht klein, die Höhle, ne? 11 Gold, Rolle des Feuerballs, 11 Eisenpfeiler. Nehme ich alles mit. Dort ist ein Trauger. Soll ich jetzt da runterspringen oder was? Okay. Bin ich jetzt auch richtig? Keine Ahnung. Hier ist gerade ein Trauger lang. Ja, alles ist gut. Alles wird gut. Hallo? Ja, bleib mal hier. Bleibst du mit meinem Gold hier? Hat die 10 Gold dabei und schaut einfach ab. Ist schon klar. Mach ich demnächst auch so. So. Hier ist eine Kiste. Die haben wir anscheinend... Hey, jetzt bin ich wieder hier. Ach, anscheinend muss ich nach hier, oder wie? Dass ich da unten hätte lang gemusst. Okay, bin ich richtig hier? Yep, hier war ich noch nicht. Ruheloser Trauger. Ist der stärker? Naja, es hält sich in Grenzen. Durchsuche ruheloser Trauger. Naja. Auch nur so ein billiges Schwert. Sonst hier noch irgendwas außer Musik. Ödsturzhügel Allerheiligstes. Wir kommen wohl doch ganz gut voran in der Folge jetzt. Auf jeden Fall machen wir Level ohne Ende. Ob uns das jetzt weiterhilft, weiß ich nicht genau. Ich weiß ja nicht, wie waren das? Wie viele Level gibt es denn zusammen? Gab es da eine maximale Begrenzung bei den Leveln? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So.
Wow, bleib schön drin, bleib schön drin, passt schon, bleib drin. Bleib drin, bleib drin. Goldknochen mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja, da oben ist auch noch einer, alles klar. Dann gehe ich erstmal hier rein. Da ist Zaubertrank der Frostresistenz. Huch! Hallo, bitte nicht von hinten. Könnte böse für dich enden, wie man sieht. Eisenbarren, die sind geil. Weil mit denen kann man schmieden dann später. Ich habe aber beim letzten Mal keinen gefunden. Finde ich cool. Das gibt's also auch random. Das sieht, was man findet, ist also auch random hier. Ich finde diese Moves sehr endgeil. Ich weiß bloß noch nicht, wie man sie bekommt. Ich glaube, die sind auch random. Vielleicht kann man die ja irgendwie... Also Nordboden, also Nordpfeil nehme ich mal mit. Was haben wir denn hier noch? Hier sind irgendwelche Pläne? Ne, gar nichts. Okay. Es ist aber immer, nimmt immer noch kein Ende hier, ne? Das ist echt eine gigantische Höhle. Von da kamen wir. So, und was ist das hier? Öffnen Eisentür. Okay. Nehmen wir mal die Objekte. Schriftrollen, Zutaten, Essen, Bekleidung, sonstiges. B, goldene Klaue. Ja, dafür dieses Rätsel habe ich übrigens auch ewig gebraucht. Also ich kann jetzt hier nicht hoch. Aber wenn ihr jetzt mal auf die goldene Klaue schaut, da seht ihr da drinnen drei Tiere eingeritzt. Wenn man natürlich nicht vorher auf die Klaue schaut, dann sieht man das nicht. Aber ich habe echt lang gebraucht für das Rätsel. Also, Bär, Motte, Eule. So. Bär, Motte und Eule. Wunderschön. Na dann. Betreten wir das Allerheiligste des Ödsturz-Hügelgrabes. Jetzt hoffentlich endlich wirklich. Da ist ein Sarkophag. Ich gehe lieber gleich hin, bevor irgendwas rauskommt. Nee. Da kommt nichts raus. Aber da sehe ich schon wieder was stehen. Nee. Da steht nichts. Was haben wir denn da? Eine Fiole, schwaches Gift der Erzürnung. Einen winzigen Seelenstein. Eine durchsuchbare Truhe mit 80 Gold. Rolle des Geistes der Untoten. Zauberrank des Manika. Eisenpfeil. Boah, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die ist übelst teuer. Auch der ist verdammt teuer. Und, ach du meine Güte. Bekleidung. Beschlagene Rüstung, Eisenhelm trage ich eh nicht, also fliegt der jetzt weg. Eisenrüstung, Eisenschild trage ich eh nicht, also fliegt das auch weg. Fellrüstung fliegt jetzt weg. So, schauen wir uns kurz hier der Helm und fertig. Ich hätte gerne meine Waffe wieder. Waffen. Alte Nordkriegsaxt, Eisenkriegshammer, Stahlkriegshammer, da haben wir. Und was bist du? Worte der Macht gelernt, Kraft, unerbitterliche Kraft. Abgeschlossen, Winde des Geheimnisses, Ölschossiges, bringe die Klaue zu Lukan. Okay. Was zum... Hä? Wer bist du denn? Höherer Draugforst, alles klar. Wo kommst du jetzt her, wenn ich das mal erfahren darf? Komm ruhig her, ich werde dir ordentlich ins Gesicht ballern, höherer Draugfürst. Jetzt singst du mal ganz schön nach unten. Das war anscheinend der Endgegner. Ach, der hat den Drachenstein, alles klar.
Oh, und ja, nehme ich. Waffen. Alte Nordkriegsaxt. R entfernen. Und dann nehmen wir natürlich wieder den Stahlkriegshammer in die Hand. Und wir haben es anscheinend durch die Höhle geschafft. Haben Worte der Macht gelernt, auch wenn ich nicht weiß, was das bedeutet. Und haben verdammt viele wertvolle Sachen gefunden, haben gelevelt wie Sau. Und jetzt bringen wir das Zeug noch fleißig seinem... Aktiviere Griff. Seinem rechtmäßigen Besitzer und hoffentlich kriegen wir dafür ein bisschen Geld. Bisschen Geld. Wer mag das nicht? Durchsuche Droh. Dietrich Gold. Ja, das gefällt mir. Nehmen wir letzte Blume, nehmen Schädel. Ne, das lasse ich mal. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Abgesehen davon wäre es auch ein bisschen pitelos. Die Insel Soltheim befindet sich an der Nordost von Himmelsrand. Die. Ja, ich konnte es nicht zu Ende lesen. So, man kann nämlich jetzt aber auch Schnellreise machen, deswegen mache ich das auch mal ganz kurz. Karte, ja, Weltkarte. Und zwar Weißlauf, sprich medial von. Ach, kann ich sogar nach da schon Schnellreise machen? Wächtersteine Flusswald. Schnell nach Flusswald reisen. Machen wir. Damit wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen, weil wir finden da jetzt eh nichts mehr. So, Hallöchen, Flusswälder. Jetzt muss ich nämlich natürlich erstmal zurechtfinden, wo war ich denn? Wo kam ich denn her? Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir. Ich glaube, Dunkel oder so hieß der. Ich bin vergeben. Also nee, Gott, das war ja, hier war mich hier, genau. Und dann muss ich hier rein. Flusswald Handelskondor. Wenn ihr mit gezogener Waffe in den falschen Laden tretet, könntet ihr ihn vielleicht nicht mehr lebend verlassen. Hallöchen. Wer hier die Klaue? Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Und 400! Yay! Wunderschön! Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Genau da. Da lag sie immer. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald handelt. Kein Problem. Ja, die Klaue lag natürlich immer da und ich musste auch wieder dahin und deswegen haben wir sie dahin gebracht. Und jetzt würde ich sagen, nutzen wir gleich noch einmal die Karte und reisen nach. Sprich medial von Weiß. Ach, da kommen wir da gar nicht hin, Leute. Nein. Dann machen wir eine schnelle Reise zum Ölstor-Zügelgrab. Da waren wir ja schon mal. Weil diesen Weg möchte ich eigentlich nicht nochmal gehen. So. Und dann machen wir es jetzt einfach anders und laufen jetzt vom Ölstor-Zügelgrab den anderen Weg herunter. So, war da hier? Doch, das sieht mir nach einem Weg aus. Deswegen. Hui! Da ist ja wirklich ein Weg. Ich liebe es, den Weg zu benutzen. Es macht so viel Spaß, geht so viel schneller. Oh, das und tut so viel mehr weh. So, und da hinten sehe ich gleich eine Festung. Oh, Vorsicht. Autsch, nicht zu schnell, wollte ich gerade sagen. Da ist schon passiert. Ja, dann sprinten wir mal zu der Festung hin. Also da müssen wir glaube ich gar nicht, weil das, wir müssen nach dahinter. Ach da! Ah ja gut, das ist natürlich eine richtige Festung. Was geht denn hier ab? Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, wollte ich nicht, ernsthaft nicht, das tut mir leid. Hallo, ich wollte das nicht. Oh Gott, der Junge hat aber auch Probleme. Ich gebe dir gleich mal mehr, habe ich nicht drauf hier. So, neue Stufe hier, jetzt geht's aber ab. Und zwar jetzt die Gesundheit. Okay. Haha. Komm mal her. Jetzt aber.
wollte dir doch nur helfen, mein Gott. Oh, wieder Level beigesteigt. Letzter Zeuge getötet. Oh. Oh! Hat denn der das dabei? Schuppenschwamm, Trunk der Blitzregeneration, Zaubertrink des Waffenschmieds, Kleidung, Stiefel, Stahlschwert. Huch! Ich wollte ihn doch nicht töten. Der hat mich angegriffen. Warum glaubt mir keiner? Warum hat das überhaupt jemand gesehen? Der Typ ist tot. Egal. So. Dann schalte ich mal auf F und wir laufen mal in Richtung Weißlauf. Das sieht schon recht geil aus momentan so. Unsere Rüstung sieht schon ganz cool aus. Und ja, tja. Oh yeah, machen wir den sterbenden Gran, machen wir den Gran nicht. What? What? Ich fliege davon. La 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 la. Entschuldigung, weil ich ab und zu mal so ein Brummen höre, das ist mein Handy, das ist auf Vibration geschalten. Darum hört man das ab und zu. So, wo müssen wir denn rein? Da, glaube ich, sieht nach einem Eingang aus. Bist du ein Eingang? Yay, ein Eingang! Dam, 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 dam. So, herzlich willkommen in Weißlauf, meine lieben Damen und Herren. Da sind wir nun endlich angekommen. Und wir begeben uns mal... Das ist ganz schön menschenleer hier. La 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 la. Wir begeben uns mal zum Jarl. Und erzählen dir, dass die Drachen überall wüten. Und dann ist die frohe Stimmung auch schon wieder vorbei, denn dann... Ja, dann ist... Ja, gut, Drachen sind nicht schön, gell? Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Mal wissen die bitte von den Drachen das? Flusswald ist auch in Gefahr. Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Ja, das höre ich vor. Aber du musst mich ja aufhalten. Jetzt hätten Menschen sterben können. Wenn ein Karus das Ende seines Lebens erreicht, verwandelt sich sein Körper dramatisch. Nach Tagen der Todesstarre bricht aus der leblosen Hülle des Karus ein Karusjäger hervor. Lala. Aber wir brauchen mehr Schlüssel. Wartet! Ich kenne euch doch. Nein, du kennst mich nicht. Ach, wir sind ja gesucht, stimmt ja. So. Es sind nur noch 4 Tage. Vier Tage. Es sind nur noch 4 Minuten, deswegen möchte ich mal ganz schnell noch zum Jarl vordringen. Das war vielleicht nicht so ein Ding jetzt. Ganz schnell zum Jahr vordringen und dem das erzählen. Denn danach weiß ich mich auch nicht mehr weiter, weil weiter habe ich auch noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass wir danach dann was machen mit der kaiserlichen Armada hier. Und dann bin ich auch blind. Da habe ich mich dann abgebrochen, habe gesagt, oh, jetzt nimmst du auf. Hallo? Öffne sich Drachenfeste. Ach, so geht das. Na dann, lasst mich ein. Den Stufe 5 hält. Dam 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 dam. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Alle 3 Sekunden werde ich aufgehalten. Hallo Jarl. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Ja. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf zu schneiden. Der Drache hat Helgen verschüttet und das Letzte, was ich sah, war, dass er diese Richtung gefunden hat. Erzähle ich ihm, dass wir... Ja, komm. Naja. Wir wissen ja nicht, was wir getan haben, ne? Also... Ich mach's mal. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt.
Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Und das jetzt, was ist... Okay. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Machen wir. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Okay. Und mit Drachengerüchten. Ja. Okay, na, dann gehen wir mal. Du überziehst gerade, ja, ne? Das ist dir klar, ne? Wegen dir ist gerade hier Überzug, ne? Das weißt du, gell? Das ist deine Schuld. Ja. Fühl dich schuldig. Ich kann nicht rennen. Ah, trage zu viel mit mir rum. Einfach mal irgendwas in die Halle werfen. So, Moment. Bekleidung. Pelzarmschienen. Entfernen. So. Falsch. T, nee, R. Pelzrüstung. Okay, die hat wirklich einen richtig heftigen Wert. Dann nehme ich mal hier, komm. So. Stört den bestimmt auch gar nicht, wenn ich seine Vorhalle hier zumülle. Kann ich immer noch nicht rennen? Objekte? Oh, Mann. Bekleidung. Kaiserliche Armschienen. Ah, komm, Schlangenrüstung. R. Und Stahlrüstung. So. Hallo. Besucht ihr die Drachenfeste, um über... Ja, der Jarl sagt. Wirklich? Der Jarl. Aber ja, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ich trinke was. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Finde ich gut. Ja, hab ich nur, ja. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Ja, hat nicht so viel Zeit. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Das weißt ja du, ja. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ach so, die Tafel, ja. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Alles klar. Okay, ja, dann haben wir dem anscheinend unser... Zeug gebracht und dann gehen wir jetzt mal zum Jarl. Hallo Jarl. Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Boah, wer ist das denn? Du den Sturmmantel tragen. Übelste Oberarme. Was ist hier? Okay. Einer der neuen Diener? Denk dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag.
Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Ich habe das Bedürfnis, dieses Mädchen zu schlagen und ihr zu erklären, wie man umgeht mit anderen Menschen. Und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Skyrim. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier gestoppt. Ihr habt sicher gerade wieder die Vorfolge gesehen. Ich mache es auf jeden Fall jetzt, aber ich bin gerade, momentan habe ich die erste noch gar nicht fertig, weil ich habe ein kleines Problem. Aber das wird auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt hier raus, ist ja alles noch in der Testphase, in der Beta-Version. Und folgen dem Oberoffizier, wie viele Ladungen ein Stab besitzt, ist allein von der entsprechenden Fertigkeit des Magiers abhängig geführt. Des Magiers. Automatisches Speichern. Drachenfeste. Hallo? Wartet. Ich kenne euch doch. Oh. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Dafür habe ich keine Zeit. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ja, komm. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Nein! Dann könnt ihr gehen. Okay, naja. Bis zum nächsten Mal. Na, okay, da hat er den Hammer konfisziert. Ist auch nicht so schlimm jetzt. Ach nee, wir haben ja noch mehr geklaut. Ach, egal. Das macht keinen Spaß, ständig. So. Ich will ja jetzt hier nicht als Dieb rumstehen, der Typ hat mich einfach nur angegriffen und ich habe mitgenommen, was da war. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ich habe das Gefühl, ich laufe falsch. Ach ne, ich laufe richtig, okay, alles klar. Da unten stehen sie, siehst du mal. Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Wenn ihr älter seid, ganz genau. Rücken wir aus. Ja, rücken wir aus. So, dann folgen wir der Frau mal. Und wie gesagt, ab hier spiele ich ebenfalls blind. Was ich noch aus Morrowind und so weiß, immer die Leute zuerst gehen lassen, sonst kommen sie nicht hinterher. Die sind dann gekränkt und stehen neben dem Tor und denken sich, puh, ich bleib so lange hier stehen, bis er zurückkommt. In Alchemielaboren können Zutaten von nützlichen Tränken und tödlichen Giften verarbeitet werden. Ich würde noch gerne eine Stufe aufsteigen, bevor ich gegen einen Drachen kämpfe. Weil, ich weiß nicht, aber Stufe 5 klingt mir nicht so besonders viel, ne? Nein. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Rechte Hand und so ein Zeug, ja? Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffe. Bitte nichts Schweres, bitte nichts Schweres. Helft Irilet, diesen Drachen zu töten, ehe er Weißlauf angreift. Nein. Abnehmen. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Eigentlich bist du... irgendwas. Tja, meine Damen und Herren.
Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch dieses 10 Minuten Überzug fast. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal gegen den Drachen. Und ab hier spiele ich übrigens auch Blinde weiter. Tschüss.